Hallo meine Freunde, einen schönen Tag wünsche ich euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei Days Gone, hier bei Absturzzock Display. Wir sind immer noch ja auf dem Weg zur Hauptmission. Es ist bitterfinstere Nacht, ne? Weil wir einfach zu lange rumgedreht haben in der letzten Folge. Muss ich mich auch entschuldigen, dass ich erst wieder überall gucken muss und da machen muss und da tun muss. Und jetzt sitzen wir hier nachts in der Wildnis. Und müssen versuchen, uns durchzuschlagen. Nachts wissen wir ja, ne? Da ist es nicht so einfach. Wir haben zwar ein paar weggemacht. Schon mal für unseren Rückweg zum Bike. Aber da, ihr seht, hinter uns, vor uns, überall ploppen jetzt die Gegner auf. Da ist einer. Da nur einer. Lass mal das Benzin fallen. Da wäre ein Baum, da könnten wir uns Munition holen. Warte mal. So. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? So. Ich meine, jetzt nachts zur Hauptmission zu preschen, vielleicht auch nicht ganz so risikounreich. Da oben ist einer. Von da kam er gerade. Der ist da aufgeploppt. Der ist da gespawnt. Der da auch. Der hier kommt jetzt hoffentlich zu uns. Wir sammeln Ohren. Ne? So, die könnten wir jetzt eigentlich in Ruhe lassen. Wo war denn jetzt unser Benzin? War doch hier irgendwo hingekickt, ne? War das hier irgendwo hingeschossen? Naja, egal. So viel haben wir nicht verbraucht. Wir schleichen mal weiter zum Motorrad. Okay, erstmal schauen. Immer erst jetzt müssen wir spotten. Jetzt ist nichts mehr mit rumrennen und abknallen. Ein falscher Schritt kann bedeuten, dass wir eine mega Menge Feinde am Arsch haben. Und das wäre nicht gerade so förderlich für das Let's Play. Wir wollen ja überleben. Na? Das da oben ist eine Höhle, aber ist da auch eine Horde drin? Da waren wir ja schon schauen, ne? Synchronschwimmen da oben. Laufen die Horden jetzt tagsüber rum oder laufen die nachtsüber rum? Ich glaube, tagsüber gehen die zurück in der Höhle. Tagsüber waren wir da drin, haben geschaut, da war nichts, ne? Oh. Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein großer Böser. Der nicht so gut zu sprechen ist auf uns. So, schnell gespeichert. Da geht's ab. Bär versus Zombies. Haben wir hier irgendwo eine gute Sicht auf das Spektakel? Ah, nicht so wirklich. Oh, der Bär rasiert da ganz schön, ne? Da hinten ist Licht an der Tankstelle. Oh, das ist aber auch ein Brecher. Ich höre einen Brecher. Ich sehe ihn nur noch nicht. Alter. Alter, diese Geräuschkulisse, die macht mich fertig. Der ist hier hinterm Berg ist der. Da unten rasiert der Berg. Der Berg, nur der Bär. Und hier läuft irgendwo der Brecher rum, den ich aber nicht ausmachen kann. Alter, das ist eine Horde.
Es ist doch eine Horde da unten. Nachts gehen sie raus. Wo ist denn dieser Brecher? Also jetzt drehe ich gleich durch hier. Das ist ja Psychoterror vom Feinsten. Da ist er, da hinten. Okay. Da unten ist auch ein Screamer. Ich meine, ein bisschen Action täte ja gut, aber ich will halt, dass dieser Brecher sich um die Zombies kümmert. Dass der die wegmacht, ne? Und noch ein Wolf, jawohl, sehr schön. Der war aber auch eher da unten, der Wolf. Ach, ich habe gar nicht die Armbrust ausgerüstet, Entschuldigung. Ich hoffe, so eine Folge hier nachts gefällt euch mal. Haben wir ja gesagt, das machen wir mal. Wir laufen mal nachts rum. Auch wenn Rumlaufen jetzt gerade nicht so angebracht ist. Jetzt müsste sich eigentlich der Brecher um den da kümmern. Ja. Komm, hauen um. Batz! Bud Spencer mäßig auf dem Kopf. Schönes Ding. Hat er gut gemacht. Jetzt frisst er erstmal. Ich weiß halt nicht, ob der jetzt extrem aufmerksam ist. Ich würde gerne mal versuchen, den im Nahkampf zu kriegen. Alter, was? Hat es geklappt? Trophäe erhalten, das ist ein Messer. Ja, na. Wahnsinn. Wahnsinn. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Da liegt der tote Bär. Könnten wir ja nutznießen und uns ein paar Punkte fürs Camp holen. Können wir uns das Fleisch und alles hier ergattern. Oh, das war sogar ein Rage-Bär. Okay. Nee, den könnten wir uns von hinten holen hier. Alles easy. So, wir sammeln Erfahrungspunkte. So. Hoffentlich hat es keiner gehört, das Nachladen. Okay. Ich höre noch die Wölfe bellen, ne? Hört ihr bestimmt auch. Der kommt jetzt hier rüber gelatscht. Und der läuft dort lang. Gut, dann könnten wir uns mal den hier schnappen. Ja, sobald der Tag anbricht, machen wir natürlich los zur Hauptmission, ne? Das ist klar, das ist Fakt. Jetzt nicht drüber springen, nicht drüber springen. Danke dir, mein Freund. So, hätten wir den. Atemlos. Durch die Nacht hab nen Zombie umgebracht. Ah, das sind aber ganz schön viele, ne? Die hier rumtorkeln, oder? Okay. Weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt machen sollten, was ich jetzt hier gerade mache. Aber Action ist gut. So. Action und Munition sparen.
Wo ist der nächste? Da ist der nächste. Da läuft er rum. So, mein kleiner Freund und Kupferstecher. Ciao. Gut, zu der Farm wollte ich nämlich mal. Haben wir ja gesehen, letzte Folge. Ich hatte zuerst gedacht, hier gibt es das Styropor. Ach, toll. So, okay. Hätten wir auch der Gerät? Krabbler? Die lungern wieder auf die Dächer rum. Wie komm ich nicht selber auch aufs Dach? Nee, ne? Okay, die müssten wir uns also von unten holen. Okay, hier ist maximal. Wir sind ja auch noch zum Looten hier, ne? Okay. Kurzer Rückzug. So. Macht mal die Klappe zu hier. Da hast du noch mehr. Was ist das hier? Wir sind kurz vorm Ziel, auf jeden Fall. Ach, verdammt. Klappe zu. Klappe zu. Warum sind hier so viele? Warum ist der sauer auf uns? Was geht denn mit denen ab? Sind die so aggro? So. Trotzdem noch einer drin. Was zum Teufel ist hier passiert? Ja, ehrlich mal. Ich hoffe, es gibt hier noch was, wofür sich die Mühe lohnt. So. Der hatte schon mal nichts, wofür sich die Mühe lohnt. Ciao. Ich höre Wölfe. Okay. Oh. Der guckt ein bisschen in unsere Richtung. Der kommt in unsere Richtung. Ey. Gut. Gut, gut, gut. Wenn ich zweimal vorbeischieße, lasse ich es erstmal, ne? Eine Rückenmassage. Gut, dann schnappen wir uns den hier. So. Wird jetzt der hier oben noch bleiben? Hier ist auch ein Fragezeichen. Deserteur. Verdammte Dreckskerl. Ihr könnt mich überfallen und kommt damit davon. Hinterhaltcamp entdeckt. Aha. Da ist ein Wolf. Na, der Wolf kümmert sich um die Zombies. Okay.
Ich würde trotzdem gerne noch mal checken, was es denn mit der Farm auf sich hat hier. Das machen wir auch, ne? So, abgesägte Schrotflinte. Liegen nur Waffen rum, ne? Kann das sein? Die wurden hier leicht überrannt. Wieso kann ich denn keinen Lappen mitnehmen? Kann ich tatsächlich nicht. Gut, aber eine Flasche kann ich mitnehmen. Genau. Wenigstens was, wofür sich jetzt hier gelohnt hat. So, was kann ich denn hier? Den kann ich noch untersuchen. Der hat eine Bierflasche am Start. In dem Haus waren wir schon drin. Die lassen wir mal ein bisschen auf dem Dach rumturnen. Da oben ist der Wolf. Hier ist nur Verbandszeug. Motorhaube, Front untersuchen wir später nochmal wegen Schrott. Jetzt gehen wir erstmal rein. Was hat es mit dieser alten Farm hier auf sich? Sind wir schon wieder an einem Punkt, wo wir noch gar nicht sein dürften? Hundespielzeug? Sehr geil. Sammeln wir auch langsam immer mehr davon. Gehen mal hochschauen. Okay, also Materialien gibt es echt genug. Wir können wirklich mit Bomben um uns schmeißen, normalerweise. Aber machen wir ja nicht, ne? Das ist dieses Assassin's Creed, was ich da die ganze Zeit spiele. Das macht mich halt ein bisschen langsamer, ein bisschen leiser, ein bisschen vorsichtiger. Gerade wenn es Nacht ist, passen wir sowieso ein bisschen besser auf. Aber ich finde, wir sollten mal zurück zum Bike langsam. Das wenigstens schon mal holen. Die Richtung war ja super, an die wir hier gelaufen sind. Obwohl, wir können jetzt eigentlich auch. Ist das in die Richtung? Ja, in die Richtung müssen wir. Haben wir ja gesagt, wir machen das diese Folge. Diese Folge gehen wir dahin und organisieren mal ein bisschen Styropor, ne? Genug rumgegammelt. So, wo ist denn hier das Styropor? Hier ist eine alte Eisenbahnbrücke. Genau vor uns. Wie jetzt genau vor uns? Ah, tatsächlich. Wasserturm. Hier ist es. Es muss hier irgendwo sein. Okay, Überlebenshinweis. Was ich auf jeden Fall sehe, sind irgendwelche blöden Vögel. Den hier noch, ne? Jetzt wissen müssen. So, das wäre weg, ne? Ja. Okay, wir schauen mal weiter. Schnell mal ein paar neue Brandbolzen herstellen. Drei dürften ja reichen. Da ist der Wasserturm. Da hinten ist das hier alles voll mit solchen Krähennestern? Und was erwartet uns an dem Wasserturm? Oh. Okay. Jetzt brauche ich nur noch Weavers Zeug. Styropor. Styropor. Wir gehen mal da hoch. Ach, Leiter vernagelt. Schönes Ding. Verdammt. Okay, da ist ein kleiner Baum. Das ist schon mal ein Traum. Ich kann's riechen. Das muss in der Nähe sein. Was? Na, super. Was? Keine Munition mehr.
Es ist ja nicht so, dass das nichts kostet, ne? Die Brandbolzen. Ich meine, ja, ich wusste es. Da hinten ist ein Puma, der kümmert sich um die Zombies. Sehr gut. Fällt uns schon mal keiner im Rücken. Ach, verdammte Schreier. Was? Wo denn? Wo denn? Deacon, 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 Deacon. Sag mir bitte, wo Wo der ist Schreier es? ist. Ach, verdammte Schreier. Das Ding hat man hier, ne? Noch ein Nest. Bleib mal los. Ne, das hat man noch nicht. Okay. Nehmen wir mal einen Molly. Kostet keinen Schrott. Irgendwo hat gerade ein Wolf geheult. So langsam räuchern wir doch die Nester hier aus, ne? Das können wir mit Sicherheit beides nicht mitnehmen. Wir könnten uns höchstens mal... Höchstens mal kurz verbinden. So, und dann können wir uns das hier nämlich mitnehmen. Wie soll ich denn bitte hier 7-mal Styropor finden? Ach, hier liegt das überall rum. Ach, so. Da ist welches. So. Ich brauche noch mehr. Wir brauchen noch mehr. Das ist es. Was ist das? Was haben wir hier? Na, also. Okay, wir haben eine Spur. Die uns nach hier unten führt. Und gleichzeitig nochmal so ein bisschen Styropor. Okay, ich nehme an, in den LKW rein, ne? Noch etwas mehr. So, 5-mal Styropor haben wir am Start. 5 von 7. Okay, ein Stück noch. 6 von 7 und das liegt hier hinten, das letzte Stück. Das sollte reichen. Ich markiere es auf der Karte, dann können Currys Männer den Rest holen. Was ist das für ein blauer Kreis? Okay, dann mal nichts wie weg hier, bevor eine Horde hier vorbeikommt. Genau, nichts wie weg hier, bevor eine Horde vorbeikommt. Okay. Schauen wir uns mal um. Da geht's nicht lang. Müssen wir hier irgendwie auf den Felsen rauf? Weil? Weil? Ich sehe hier nichts. Ich sehe aber auch nicht, ob hier oben drauf was liegen könnte. Nope. Warum zur Hölle ist dieser blaue Kreis hier? Nein, keine Chance. Für was ist dieser blaue Kreis gedacht? Jetzt ganz ernsthaft. Liebes Entwicklerteam. Ich merke ja auch, dass das Gamepad vibriert auch, ne? Das macht's ja, wenn du in der Nähe bist von irgendeinem Hinweis. Aber hier ist kein Hinweis. Und man kommt hier nicht rauf. Und man kommt nicht rauf. Ich will jetzt auch nicht durch dieses Wasser laufen, weil... Gut, hier geht's ja noch. Hier ist noch ein bisschen flacher. Hier vibriert das Pad. Hier irgendwo. Aber ab da wird's dann tief und wir haben keine Möglichkeit zu speichern. Also, für was bitte ist dann dieser blaue Kreis? Hey, es wird Tag! Ach, beinahe, verdammt.
Okay, macht nichts. Macht alles nichts, wir machen zurück zum Bike. Was soll's? Mission erledigt. Mission nein, nein. Erfüllt. Ich muss wieder zurück. Nein, wir gehen da nicht wieder zurück, Deacon. Keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Also reiß dich mal zusammen, Junge. So. Gut, das Styropor hätten wir. Die Farm haben wir erkundet. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir zurück zum Bike, nehmen uns die Tankstelle nochmal vor da oben. Und dann, was haben wir denn noch im Angebot? Ein Hinterhaltcamp hätten wir auch noch, direkt in der Nähe. Darum können wir uns auch noch kümmern. Ne? Das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Also dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.